Sehr geehrte Frau Wolf, sehr geehrter Herr Dr. David, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie zur Eröffnung der Ausstellung Menschsein, die Anfänge unserer Kultur ganz herzlich begrüßen. Ich danke unserem Kooperationspartner, der Forschungsstelle The Role of Culture and Early Expansions of Humans, der Heidelberger Akademie der Wissenschaften am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum und der Universität Tübingen und begrüße ganz herzlich dazu die Projektkoordinatorin, Privatdozentin Dr. Miriam Heidle in unserer Mitte. Wir freuen uns sehr, dass Sie diese Ausstellung persönlich mit uns eröffnen und zu uns gleich sprechen werden. Mein Dank gilt ferner allen Leihgebern, Kooperationspartnern und Förderern für ihre großzügige Unterstützung. Stellvertretend für Sie alle nenne ich die Polytechnische Gesellschaft und den Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main, für den ich seine Geschäftsführerin, Frau Karin Wolf, ganz herzlich begrüße. Vor allem aber möchte ich dem Direktor unseres Archäologischen Museums, Herrn Dr. Wolfgang David, und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Herzen zu dieser großartigen Ausstellung gratulieren und Ihnen für Ihr außerordentliches Engagement danken. Das Archäologische Museum Frankfurt führt mit der Ausstellung Menschsein, die Anfänge unserer Kultur, seine Reihe selbst konzipierter internationaler Sonderausstellungen in beeindruckender Weise fort und entführt das Publikum nun zu unseren kulturellen Anfängen nach Afrika. Die Sonderausstellung stellt die Fragen der Menschwerdung in den Fokus. Wann und wo lassen sich die Anfänge des Menschseins überhaupt erstmals fassen? Wie wurden wir zu den Menschen, die wir heute sind? Und wo steckt die Kultur? Ist Kultur die Kombination von Traditionen und geistigen Vorstellungen? Ist es eine bestimmte Art, Können und Wissen zu vermitteln und beizubehalten? Oder fängt Kultur bereits mit simplen, sich aber in der Gruppe wiederholenden Abläufen an? Kann man bereits von Kultur sprechen, wenn Affen einfache Werkzeuge herstellen und nutzen, um an Termiten zu gelangen oder Nüsse zu knacken? Und wo ist die Grenze zwischen Angewohnheit, Tradition und Kultur, oder gibt es diese Grenze gar nicht? Bei der Herausbildung der menschlichen Gattung Homo und der Entwicklung ihrer Umweltbeziehungen spielen kulturelle Fähigkeiten eine Rolle. Es ist anzunehmen, dass alle Vor-, Ur- und Frühmenschen der letzten 3,5 Millionen Jahre kulturelle Fähigkeiten besaßen, die allerdings unterschiedlich weit reichten und sich in verschiedene Verhaltensformen übersetzten. Kultur fängt weit vor Kunst, Musik, Religion und Philosophie an. Sie ist kein Produkt einer Handlung, das mit besonderen Eigenschaften ausgestattet wäre, sondern das Tun selbst. Kultur ist nichts Abgehobenes, sondern durchdringt den Alltag. Seit Jahrmillionen schon sind Menschen kulturelle Wesen. Durch und mit Kultur haben sie sich weiterentwickelt. Die Ausstellung blickt zurück auf die für uns heute fassbaren Anfänge der menschlichen Kultur, um einige der frühen Weichenstellungen auf unserem Weg zu entdecken. Als besonders wichtigen Aspekt der Vermittlungsarbeit der interaktiven Ausstellung werden geschulte und archäologisch ausgebildete Führungskräfte als sogenannte Steinzeiterklärer täglich in der Ausstellung eingesetzt, die permanent für die Fragen der Kinder und Erwachsenen zur Verfügung stehen. Kostenlose öffentliche Führungen sowie Familientage und weitere besondere Mitmachaktionen zum Thema werden zusätzlich während der Laufzeit der Ausstellung stattfinden. Ziel der Ausstellung ist es, Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen über die urgeschichtliche Vergangenheit und das Wesen und Werden von Kultur zu informieren und dafür zu begeistern. Wichtig ist uns, dass Kinder aller sozialen und kulturellen Schichten durch eine gute Vermittlung der Ausstellungsinhalte den Besuch als positives Erlebnis empfinden und nachhaltig, wie man heute so oft sagt, davon profitieren. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit im Zuge der Vorbereitung des Ausstellungsprojekts des Frankfurter Archäologischen Museums mit den Kooperationspartnern aus Frankfurt, Tübingen und Leipzig sowie die Unterstützung durch das Georgische und das Kenianische Nationalmuseum sind ganz besonders hervorzuheben. Für den begleitenden Ausstellungskatalog ist es den Kuratorinnen Liane Giemsch und Miriam Heidle gelungen, zahlreiche Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen und ein attraktives Werk zu den Anfängen menschlicher Kultur vorzulegen. Hier wird in gut leserlichen,
allgemeinverständlichen Beiträgen bildreich und mit eigens dafür entwickelten Illustrationen der aktuellste Forschungsstand zur Frühzeit des Menschen wiedergegeben. Ich gehe davon aus, dass dieser Band eine große, begeisterte Verbreitung finden wird. Mit dieser Sonderausstellung gelingt dem Archäologischen Museum Frankfurt im Karmeliterkloster erneut die Sichtbarmachung und Stärkung seines bemerkenswerten internationalen Profils innerhalb der Kulturlandschaft Frankfurts und über deren Grenzen hinaus. Ich wünsche dieser außergewöhnlichen Ausstellung viele Besucher und Besucherinnen aller Altersgruppen und bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Museum und draußen am Bildschirm, der junge Filmer, der mir gegenübersteht, stammt aus dem Jahrgang 1983. Die Ausstellung hier befasst sich mit den Gegenständen von vor einer Million bis zu 3,3 Millionen Jahren. Ein Riesenzeitraum. Diesen Zeitraum neu zu erforschen, das wieder zu überholen, was vor 3 Jahren als allgemeiner Stand des Wissens gegolten hat, das ist ein Zeichen der Forschung in der Früh- und Vorgeschichte. Es ist toll, dass hier in diesem Museum diese Ausstellung jetzt gezeigt werden kann und im Vermittlungsprogramm an Kinder, Jugendliche, Erwachsene der Gang der Forschung gezeigt werden kann. Und dass alle, die hier sind, ob Kinder oder Erwachsene, also kleine oder große Kinder, das direkt begreifen können, was Sie hier an Forschungsergebnissen sehen können. Das ist faszinierend und ich wünsche mir und hoffe, dass viele aus dem Bereich der Stadt Frankfurt, aber weit darüber hinaus, von dieser Ausstellung Gebrauch machen können und wir hoffen bald. Das soll eine ausstrahlende Ausstellung sein, die wir als Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main sehr gerne fördern. Es ist eine besondere Ausnahme. Wir haben im Jahr 2020 rund 70 Anträge gehabt, die wir zu fördern hatten. Wir haben einen beachtlichen Teil genehmigt und meistens hieß es, muss leider verschoben werden. 1 Jahr, 2 Jahre, manchmal mehr. Wir haben in diesem seltenen Fall eine Ausstellung, die 1 Jahr vorgezogen wird. Und wir haben sie ausgesprochen gerne nicht deswegen, sondern wegen der Sache genehmigt. Der Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main ist dazu gegründet worden, Ausstellungen, Konzerte, Lesungen möglich zu machen, zu finanzieren, für die Vernetzung zu sorgen und sie sichtbar zu machen. In diesem Sinne fördern wir diese Ausstellung und wir wünschen ihr besten Erfolg. Ja, sehr geehrte Frau Stadträtin Dr. Hartwig, sehr geehrte Frau Wolf, sehr geehrte Frau Privatdozentin Heitle, sehr geehrte Damen und Herren. 7 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte sind eine kurze Zeitspanne gegenüber 4,6 Milliarden Jahre Erde. Was ist da ein Jahrhundert? Schaut man sich an, wer sich mit einem Jahrhundert beschäftigt, mit der neueren Geschichte, der Zeitgeschichte, da gibt es viele Historiker und Historikerinnen. Was die neuere Geschichte angeht, da sind es schon weniger. Mittelalter noch weniger, zumal man dafür Latein braucht, aber auch Griechisch oder Arabisch. Noch seltener sind Althistoriker. Schaut man Weltgeschichte an oder Global History, da sind vielleicht doch relativ wenige, jedenfalls deutlich weniger, als diejenigen, die sich mit Landes- oder Lokalgeschichte beschäftigen. Insgesamt sind Archäologinnen und Archäologen seltener als Historikerinnen und Historiker. Zwar sind Archäologinnen nicht mehr so selten wie noch Ende des 19. Jahrhunderts oder noch vor wenigen Jahrzehnten, aber das Bild hat sich gewandelt. Mittlerweile zu einer Parität oder sogar einer Mehrzahl von Studentinnen gegenüber Studenten, zumindest was die vor- und frühgeschichtliche Archäologie angeht. Aber was die Zeitabschnitte angeht, gibt es auch innerhalb der Archäologie große Unterschiede. So gibt es recht viele, die sich mit den Römern während der 4 bis 5 Jahrhunderte der römischen Kaiserzeit beschäftigen.
Republik ist schon viel weniger, aber vor allem mit der Kaiserzeit. Aber auch mit deren Zeitgenossen, den Kelten oder Germanen. Aber je weiter zurück die Zeit geht, die Zeitabschnitte länger werden, umso weniger Spezialisten gibt es. Schaut man sich nur den unvorstellbar langen Zeitraum des Paläolithikums, also der Altsteinzeit an, so gibt es noch relativ viele Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der jägerischen Archäologie des Jungpaläolithikums, mit der beweglichen Kunst oder den Höhlenmalereien beschäftigen. Weniger schon mit dem sogenannten Mittelpaläolithikum oder der Zeit der Neandertaler und Neandertalerinnen. Noch weniger beschäftigen sich aber mit der älteren Altsteinzeit. Und ganz selten sind Forscherinnen und Forscher, die sich mit der älteren und ältesten Altsteinzeit beschäftigen, mit den Anfängen der menschlichen Kultur in Afrika. Und zwei von diesen seltenen Spezialistinnen sind heute Abend hier als Kuratorinnen der Ausstellung Menschsein, die Anfänge unserer Kultur. Zum einen Frau Privatdozentin Dr. Miriam Heidle vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum. Sie ist die Koordinatorin des auf 20 Jahre lang ausgelegten Langzeitforschungsprojektes The Role of Culture in Early Expansion of Human. Und Frau Dr. Liane Giemsch, hier am Archäologischen Museum, Kustodin für prähistorische Archäologie. Es ist in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal des Archäologischen Museums Frankfurt, mit Frau Dr. Giemsch eine solche Expertin und Spezialistin für das Altpaläolithikum hier am Hause zu haben, und zwar in Festanstellung. Und vor allem eine, die selber in Afrika geforscht hat. Wir hatten uns überlegt, lange überlegt, was wir aufs Cover des Begleitbandes legen. Es gab ein eindrucksvolles Foto einer Field School der Universität Dar es Salaam in Makuyuni am Lake Manyara in Tansania. Ein grandioses Landschaftsfoto, wo verschiedene Personen zu sehen sind, eine Archäologin und verschiedene Archäologiestudenten. Das ist ein Foto, wo Frau Dr. Giemsch damals archäologische Geländearbeiten geleitet hat, die in Kooperation mit der Universität Dar es Salaam, dem ROKE, dem Forschungsprojekt, und dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig stattfanden. Das Bild zeigte ganz konkret, wie sie tansanische Studenten unterrichtete. Da die Gefahr bestand, missverstanden zu werden und die Dekolonisierungsdebatte eventuell alles überlagern könnte wegen des Covers des Kataloges, zumal wir alle wissen, dass die Erforschung der Anfänge der menschlichen Kultur seit Jahrzehnten unabhängig von der Nationalität oder Hautfarbe betrieben wird, haben wir entschlossen, als Cover eine Urmenschenfrau zu nehmen. Der Beschäftigung Frau Dr. Giemsch mit der frühesten Menschheitsgeschichte ist auch schon eine andere Ausstellung hier im Museum zu verdanken, und zwar Gold und Wein, Georgiens älteste Schätze, vor 3 Jahren. Denn am Anfang dieser Ausstellung standen ihre Kontakte wegen der frühen Menschenfunde vom Manisi, die 1991 gefunden wurden, vor knapp, ja genau 30 Jahren, damals der älteste Nachweis des Menschen außerhalb Afrikas. Also wirklich eine Sensation, die ich habe damals Seminare gehalten, auf einmal muss man alles ändern, weil das war eine, hat alles umgeworfen in dem Moment. Ja, und 2015, aufgrund dieser Beschäftigung mit den ältesten Resten, kam das Zusammentreffen mit David Kipanice, dem Direktor des Georgischen Nationalmuseums, bei der Eröffnung der Sonderausstellung Homo Expanding Worlds, originale Urmenschenfunde aus 5 Weltregionen im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Da trafen die beiden zusammen und entschlossen sich, per Handschlag wurde das besiegelt, dass die im Gastprogramm der Buchmesse stattzufindende Ausstellung hier im Archäologischen Museum stattfinden wird. Diese Ausstellung damals wurde auch schon vom Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main großzügig gefördert. Nach dem Ende dieser erfolgreichen Ausstellung 2019 ermunterte ich Frau Dr. Giemsch, doch ein Thema aus ihrem Forschungsgebiet für ein weiteres Ausstellungsprojekt auszuwählen, weil sich doch durch langjährige frühere Tätigkeit in der Erwachsenenbildung, Volkshochschulen oder Führungen in Museen in München und der Lehre an verschiedenen Universitäten, dass die frühe Geschichte des Menschen sehr fasziniert. Und es gibt ja auch immer wieder Meldungen in den Medien, aber keine Zusammenschau, keine Standortbestimmung, wo wir eigentlich stehen. Und hier galt es, die Gelegenheit zu nutzen, eine der wenigen Spezialistinnen in Deutschland, eben Frau Dr. Giemsch, die hier zudem noch festangestellt ist, diese Gelegenheit zu nutzen, um eine solche Ausstellung mit eigener Handschrift zu entwickeln und nicht einfach irgendwo einzukaufen, in Anführungszeichen.
Frau Diemsch gewann sehr schnell Frau Dr. Heitler als Co-Kuratorin und weitere der wirklich wenigen Spezialisten zur Mitarbeit an diesem Projekt, um diese besondere Ausstellung zu gestalten. Die Ausstellung fußt nicht auf Fachliteratur oder Sekundärliteratur, sondern ist unmittelbarer Spiegel neuester Entdeckungen und Forschungsergebnisse. Im Begleitbuch werden die Ergebnisse neuester Forschung erstmals publiziert. Das Archäologische Museum ist hier unmittelbare Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft. Und aufgrund des Renommees der am Projekt beteiligten Forscherinnen und Forscher sind hier auch außergewöhnliche Leihgaben zu sehen. Repliken der erst 2015, also vor wenigen Jahren, entdeckten ältesten Werkzeuge der Menschheit, die vom Nationalmuseum Kenias in Nairobi ausgeliehen wurden. Sie sehen sie dort, 3,3 Millionen Jahre alt sind die Originale. Dann im Original hinter mir der 2,5 Millionen Jahre alte Unterkiefer eines Homo rudolfensis aus Malawi, dem wir der Karonga Research Center, dem Karonga Research and Museum Center Malawi verdanken. Als der Unterkiefer geborgen wurde, fehlte ein Zahn. Und Sie können lesen an der Beschriftung, 7 Tonnen Sand wurden durchgesiebt, um diesen Zahn zu finden. Das zeigt die Besonderheit der Entdeckungs- und Auffindungsgeschichte von Fossilien, von humanen Fossilien, macht das so deutlich, dieses Beispiel. Weitere Leihgeber sind das Hessische Landesmuseum Darmstadt, das Max-Planck-Institut für evolutionäre Biologie in Leipzig, das Senckenberg-Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt, das Weltkulturenmuseum Frankfurt. Bei der Gestaltung der Ausstellung hier wollen wir nicht überwältigen, sondern dazu einladen, dass mitgedacht, also dass mitgemacht und mitgedacht wird. Von vornherein wurde diese Ausstellung als Mitmachausstellung konzipiert. Frau Giebsch gründete an der Universität eine Arbeitsgruppe, die sie auch noch über ein Jahr nach der ursprünglichen beiden Lehrveranstaltungen traf und weit entfernt vom Sammeln von Credit Points die Studenten an dieser Projekt mitarbeiteten. Ja, und dann, Frau Wolf hat es schon angedeutet, die Ausstellung war geplant für 2022. Dann kam die Pandemie, welche all unsere Planungen durcheinander brachte. März 2020 wollten wir eigentlich die Ausstellung Tod im Salz, ebenfalls gefördert vom Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main, eröffnen. Für 2021 ist das Keltenjahr in Hessen geplant gewesen. Das wurde verschoben nach hinten. 2020 Herbst, unsterbliche Glanz etruskischer Familien, auch um ein Jahr verschoben. Ja, und jetzt ist diese Ausstellung hier zu sehen, ein Jahr früher. Wir mussten sehr viel umplanen. Wir haben immer überlegt, gerade auch wegen der Ausstellung in der Zusammenarbeit im Iran, um einfach die Räumlichkeiten zu haben, zu schaffen, um da alle Eventualitäten einzubeziehen. Und ich rechne es Frau Giemsch sehr hoch an, dass sie nach kurzen Überlegungen, als ich fragte, wie wäre es mit einer Vorverlegung, zusagte und dann zusagt und dann auch in den Monaten der Ungewissheit und des Hinherschiebens der Ausstellung der Kulturfonds in Person von Frau Wolf ihre Förderungszusage aufrechterhielt. Also auch für Tod im Salz. Also da hatten wir eine gewisse Sicherheit noch, aber das war dann leider nicht mehr zu realisieren, beziehungsweise zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, aber wohl kaum jemand hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir zum Termin jetzt im Mai 2021 immer noch unter Pandemiebedingungen leben. Wir haben es noch nicht mal im Dezember gedacht, als wir die Syrien-Ausstellung eröffneten oder im November, als den Toraschrein hier hinterm Pfeiler präsentiert wurde. Dass die Endphase der Vorbereitung nicht frei von den Einschränkungen des verschärften Lockdowns durchzuführen waren. Und Frau Giemsch hatte nicht nur die Vorbereitung, immer wieder den Pandemiebedingungen anzupassen und diesen besagten Umplanungen, sondern sie hat auch noch 2 Kinder im Grundschulalter. Und Sie können sich vorstellen, was das im letzten Jahr bedeutet hat. Und diese Bedingungen galten für das gesamte Team des Archäologischen Museums, das hier an der Ausstellung mitgewirkt hat. Namentlich möchte ich hervorheben Frau Eike Quetnau, Herrn Wolfgang Block, Dr. Thomas Sacher, Dr. Andreas Sattler, Dennis Hoffmann, Maria Messner, Birgit Milanovic und Tessa Malecek. Nicht nur die Ausstellung, sondern auch das Begleitbuch wurde pünktlich fertig und am vergangenen Donnerstag ausgeliefert. Der Verlegerin Frau Nünnerich-Asmus vom gleichnamigen Verlag in Rheinhessen gilt mein Dank für die reibungslose Zusammenarbeit. Ganz besonders stolz bin ich aber darauf, dass das grafische Erscheinungsbild der Ausstellung, die Gestaltung der Ausstellung sowie das Layout des Buches hier im Hause entstanden. Frau Quetnau, unsere Grafikerin, hat Großartiges geleistet.
Dass das engere Ausstellungsteam an der Ausstellung ungestört arbeiten konnte, war möglich, dass die an diesem Projekt nicht unmittelbar beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums den anderen den Rücken frei hielten, beziehungsweise an den digitalen Angeboten des Museums oder an anderen Ausstellungen arbeiteten. Schon nächste Woche werden wir hier in der Annenkapelle die Ausstellung im Glanze des Heiligen Grabes eröffnen. Eigentlich geplant für das Begleitprogramm des Ökumenischen Kirchentages. Sie wissen, was daraus geworden ist. Eine rein digitale Ausstellung, Veranstaltung, aber diese Ausstellung, dieses Pilgerwesen Frankfurts und die Rolle in den Kreuzzügen zum Thema haben wird, wird dennoch nächste Woche eröffnet werden. Ja, die besagte Arbeitsteilung galt für alle Mitarbeiter mit einer einzigen Ausnahme, nämlich Frau Quednau, der erwähnten hauseigenen Grafikerin. Denn sie gestaltete auch das Erscheinungsbild der anderen Ausstellung. Also beide Ausstellungen, Publikationen parallel. Das ist eine ganz große Leistung, die Frau Quednau unter diesen Bedingungen vollbracht hat. Turbulente Monate liegen hinter uns mit vielen Um- und Neuplanungen, aber auch den erwähnten Realisierungen wie der Ende 2020 eröffneten Ausstellung der Tora-Schrein der Börneplatz-Synagoge und Syrien, Fragmente einer Reise, Fragmente einer Zeit, die beide vor zwei Wochen abgebaut wurden. Dass es trotz allem möglich war, im Grunde genommen in Ruhe zu arbeiten, lag auch an der Sicherheit, welche die finanzielle Förderung gab. Zum einen durch den Kulturfonds Rhein-Main-Frankfurt, nochmal ganz herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Wolf, und zum anderen die finanzielle Förderung seitens des Dezernates Kultur und Wissenschaft der Stadt Frankfurt am Main. Da der Begriff Schutzschirm schon anders besetzt ist, möchte ich so formulieren. Wir konnten bildlich gesprochen uns sicher unter dem Schutzmantel fühlen, den Sie, liebe Frau Hartwig, für unsere Arbeit ausbreiteten. Ganz herzlichen Dank dafür. Das Vermittlungskonzept mit ständig anwesenden Scheinzeiterklärerinnen und Erklärern kann realisiert werden aufgrund der Förderung durch die Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Zu danken ist ferner der Historisch-Archäologischen Gesellschaft Frankfurt für die finanzielle Förderung und für vielfältige, nicht nur finanzielle Förderung, dem erst vor einem Dreivierteljahr neu gegründeten Förderverein für das Archäologische Museum und dem Vorsitzenden Gaius Frick. Vielen Dank, Herr Frick. Im Sinne der Nachhaltigkeit, das viel strapazierte Wort wurde eben schon erwähnt, wurde beim Ausstellungsbau überwiegend Naturmaterialien wie Papier und Holz verwendet. Aber nachhaltig ist auch damit gewahrt, dass diese Ausstellung auch am Beginn der Neukonzeption der Dauerausstellung des Archäologischen Museums steht. Das Thema der Anfänge der menschlichen Kultur wird uns auch in Zukunft begleiten, denn es wird ständig neue Daten geben. Hier in der Ausstellung werden nicht die biologischen Fragen der Entwicklung des Menschen im Fokus stehen, sondern die Zeugnisse seiner Kultur, wie die Werkzeuge, die bei paläogenetischen Untersuchungen nicht berücksichtigt werden. Zudem ist daran zu denken, dass Steinwerkzeuge viel häufiger sind und viel bessere Haltungsbedingungen bieten als humane Fossilien. Dies erinnert auch daran, dass die Entwicklung des Menschen nicht nur eine Frage der Biologie ist. Das Datennetz aus der gemeinsamen Arbeit von Evolutionsbiologen, Paläoanthropologen und Archäologen wird auch zukünftig immer dichter werden. Durchaus ist noch mit überraschenden Entdeckungen zu rechnen. Sicher ist jedoch, dass man die Entwicklung des Menschen und den Anfängen seiner Kultur mit neuen archäologischen Funden immer differenzierter und in manchen Teilen auch neu schreiben wird. Bei der Frage nach den dafür entscheidenden Impulsen spielen auch eigene Standpunkte und der jeweilige zeitliche und gesellschaftliche Kontext der Forscherinnen und Forscher eine wichtige Rolle. Es ist faszinierend, dass wir aufgrund der Forschungen der Paläoanthropologie und urgeschichtlichen Archäologie wissen, dass es uns als Art noch nicht immer gegeben hat und dass wir über unsere Ursprünge nachdenken können, darüber hinaus auch über die Anfänge des Kosmos und der Endlichkeit unseres Sonnensystems. Aber das taten Menschen auch schon vor den genannten Wissenschaften, die keine 200 Jahre alt sind. Wir können diesen Prozess immer besser beschreiben, aber der Frage nach dem entscheidenden Impuls für den Beginn dieser Entwicklung können wir uns nur annähern. So möchte ich schließen mit einem Beispiel aus der Filmkunst. 2018 wurde auf der anderen Seite des Main im Filmmuseum anlässlich der 50. Wiederkehr der Premiere des Films 2001 Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick, der 2018 auch 90 Jahre alt geworden wäre, eine Sonderausstellung zu diesem wirkungsmächtigen Film gezeigt. Dieser Film, man muss es zeitlich kontextualisieren, war 1968, wenige Monate vor dem Mondflug von Apollo 8, in die Lichtspielhäuser gekommen.
Mit Apollo 8, wenige Monate später, umrundeten Menschen damals erstmals den Mond. Ein Jahr später kam es zur Mondlandung. Rückblickend kann man sagen, mit dem Verlassen seines natürlichen Biotops in der ostafrikanischen Savanne begann der Mensch dank seiner Kultur den Weg, den schließlich sogar auf den Mond führte. Im Film von Stanley Kubrick gibt es bereits eine Mondstation. Wir haben sie bis jetzt noch nicht, aber damals im Film gibt es diese ständige Mondstation schon. Und aufsehenerregend und deshalb geheim gehalten wird in der Geschichte der Fund eines Monolithen, der bei Ausgrabungen auf dem Mond zutage kommt. Ein derartiger Monolith findet sich aber auch im ersten Teil des Films, betitelt mit The Dawn of Man. In der afrikanischen Savanne trifft eine Gruppe von Vormenschen auf einen schwarzen Monolith. Die Begegnung mit diesem Monolithen führt zu einer entscheidenden Bewusstseinsveränderung beim Anführer dieser Gruppe. Nun nutzt er seinen Knochen als Werkzeug und schließlich auch als Waffe. Ich erinnerte an diese Szene, da wir als Archäologen mit unseren Forschungsdaten nur bis zu einem bestimmten Punkt der Frage nach der Ursache für die Entwicklung des Menschen und Anfängen unserer ältesten Kultur annähern können. Die weitergehenden Fragen, die beim Betrachten dieser Ausstellung, die in einer mehr als 700 Jahre alten spätmittelalterlichen Kirche gezeigt wird, entstehen mögen, richten sich auch an Theologie und Philosophie. Schön wäre es, wenn die hier präsentierten Forschungsergebnisse aufgegriffen werden und das Museum nach dem Überwinden der Pandemie zu einem lebendigen Forum wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich darf Ihnen, liebe Frau Dr. Hartwig und liebe Frau Wolf, den druckfrischen Katalog überreichen. Ich ziehe die Maske auf, dann können Sie auch zu mir kommen und ich kann sie Ihnen überreichen. Also, vielen Dank. Ja. Sehr geehrte Frau Stadträtin Dr. Hartwig, sehr geehrte Frau Wolf, sehr geehrter Herr Dr. David, meine Damen und Herren. Als Liane Gemsch mich 2019 ansprach, ob ich gemeinsam mit ihr etwas für eine Ausstellung zum Thema Altpaläolithikum in Afrika machen wollte, sagte ich sofort und gerne zu. Es bot sich die unverhoffte Gelegenheit, die Ergebnisse langjähriger Arbeit einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und das in Zusammenarbeit mit einem eingespielten Museumsteam. Im Frühsommer 2022 sollte die Eröffnung sein, wir hatten also viel Zeit, uns Gedanken zu machen. Im März 2019 trafen wir uns zu einem ersten Brainstorming. Im Sommer 2019 lief ein erstes Seminar unter der Leitung von Frau Giemsch mit Studierenden der Goethe-Universität. Und im Herbst 2019 begannen wir, so ganz allmählich, die Ideen zu einem konkreteren Konzept zusammenzusammeln. Noch im Januar 2020 gingen wir davon aus, reichlich Zeit zu haben. Und dann ging alles sehr schnell. Ende März 2020 wurde entschieden, die Ausstellung um ein Jahr vorzuziehen, da eine andere Ausstellung pandemiebedingt ausfallen musste. Uff. Das Exposé und die Autorenliste für den Begleitband standen dann schon im Mai. Die Exponate wurden diskutiert und erste Texte entworfen. Und ab Herbst nahmen dann schon die Tafeln, das Design und die Mitmachstationen Gestalt an. Dass wir es in den letzten Monaten geschafft haben, dieses Projekt tatsächlich zu verwirklichen, auch noch zeitgerecht zu verwirklichen, ist dem großen Engagement von Liane Giemsch zu verdanken. Ohne ihre Leidenschaft für dieses Thema und ihre Offenheit für Ideen bei gleichzeitiger Zielorientierung in der Umsetzung wäre eine solche Hauruck-Aktion nicht wirklich gelungen. Mein großer und tief empfundener Dank gilt auch allen Mitarbeitenden des Archäologischen Museums Frankfurt sowie der Forschungsstelle The Role of Culture in Early Expansions of Humans, kurz ROCI, die uns dabei zur Seite gestanden und das Projekt mit ihrem Wissen und Können mitgetragen haben. Und schließlich danke ich herzlich den Leihgebenden, den Kooperationspartnerinnen, den Autoren und Autorinnen des Begleitbandes sowie der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main,
der Historisch-Archäologischen Gesellschaft Frankfurt am Main e.V. und dem Kulturfonds Rhein-Main für ihre Bereitschaft, diese Ausstellung und damit unsere Ideen zu unterstützen. Die vielleicht wichtigste Idee hinter dieser Ausstellung Menschsein, die Anfänge unserer Kultur, ist, dass die Beschäftigung mit den frühesten Hinterlassenschaften von Menschen mehr zu bieten hat als nur ein paar Knochen und angeschlagene Steine, die nur Fachleute zu deuten wissen. Mit den ersten ca. 3,3 Millionen Jahre alten Steingeräten fassen wir erstmals Entwicklungen in unserer menschlichen Kulturgeschichte, die über unser Primatenerbe hinausgehen. Diese Aussage steckt auch schon den Rahmen der Ausstellung Menschsein ab. Nicht nur Menschen haben kulturelle Fähigkeiten, nutzen Werkzeuge und stellen sie her. Typisch für Menschenaffen sind unter anderem eine vielfältige Auseinandersetzung mit der Umwelt und eine lange Kindheitsphase im engen Miteinander mit Artgenossen, die ein hohes Maß an sozialem Lernen ermöglichen. Mit Werkzeugen, die mit Hilfe anderer Werkzeuge hergestellt werden, eröffneten unsere Vorfahren neue Räume, sozial, kognitiv und im Umgang mit Ressourcen, die sie in den folgenden Jahrhunderttausenden erkundeten. Steingeräte sind ein Ausdruck dieser neuen Fähigkeiten. Die Handlungen wurden komplexer und entfernten sich zeitlich und räumlich zunehmend von der Befriedigung von Grundbedürfnissen. Sie wurden dadurch undurchsichtiger und es gab mehr von anderen zu lernen. Was die Qualitäten und Verfügbarkeiten von Rohmaterialien betraf, wie man verschiedene Werkzeuge handhabte, was man sich damit auch erschließen konnte, wen man sich zu Konkurrenten machte und wie man diesen am besten begegnete. Das Universum der Urmenschen, eine meiner Lieblingsgrafiken hier in der Ausstellung, dort hinten, weitete sich. Wenn wir bedenken, dass Schimpansenkinder ungefähr 3 Jahre benötigen, um richtig gut Nüsse knacken zu lernen, dann können wir ermessen, welche Vorteile es brachte, möglichst viel von Gruppenmitgliedern zu lernen. Durch Abschauen, aber vor allem auch durch Mitmachen und zunehmend durch angeleitet werden. Mitmachen, wie wir es hier eben auch in der Ausstellung machen. Sozialer Austausch, also Kommunikation, spielte für die Urmenschen eine wachsende Rolle, um bestehende Grenzen zu überschreiten und sich neue Bereiche zu erschließen. Sie konkurrierten mit anderen Fleischfressern um Beutetiere von Großkatzen, schlugen Knochen auf, wie man es hier auch in der Ausstellung nachvollziehen kann, um an energiereiches Knochenmark zu gelangen, erweiterten mit Hilfe von Werkzeugen und später auch Feuer ihr Nahrungsspektrum. Die wachsende Vielfalt der Möglichkeiten, aber auch der Bedürfnisse, förderte eine Besiedlung der Erde über Afrika hinaus. Was wir in den Millionen Jahre alten Steingeräten und ihren Fundzusammenhängen überliefert haben, ist viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Es sind die Fundamente menschlicher Kultur, auf denen unser heutiges, vielfältiges Leben aufbaut. Diese Ebene der Kultur ist nichts Besonderes, sondern setzt sich aus Traditionen und Gewohnheiten im alltäglichen Tun zusammen. Durch diese Kultur kann Bewährtes weitergegeben, aber gegebenenfalls auch rasch durch neues Verhalten ersetzt bzw. ergänzt werden. Diese Kultur steht nicht im Gegensatz zu Natur, sondern ist ein Teil von ihr. Kultur ist nicht aus dem Nichts und als fertige Eigenschaft irgendwie über uns gekommen, sondern hat sich zwar besonders in unserer Gattung Homo, aber nicht nur in ihr seit Jahrmillionen weiterentwickelt. Die Forschungsstelle The Role of Culture in Early Expansions of Humans, oder kurz ROCI, der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, deren wissenschaftliche Koordinatorin ich seit 2008 sein darf, forscht hier in Frankfurt am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum und an der Universität Tübingen zur tiefen Kulturgeschichte der Menschen zwischen 3 Millionen Jahre und 20.000 Jahre vor heute. Ziel des Projekts ROCI ist ein Verständnis der Menschwerdung als systemischem Entwicklungsprozess, in dem die Veränderungen und Erweiterungen der kulturellen Fähigkeiten, der menschlichen Biologie, des Ressourcenraums und der raumzeitlichen Verbreitung miteinander in Wechselwirkung stehen. Wir haben uns in den letzten Jahren intensiv
mit den Fragen beschäftigt, was der Begriff Kultur für uns Menschen heute, für verwandte Arten und für die verschiedenen Menschenarten im Laufe unserer Entwicklungsgeschichte bedeutet bzw. bedeutet hat. All diesen Kulturen gemeinsam ist eine historisch-soziale Entwicklungs- und Bewahrungskomponente. Und es dürfte Sie nach dem bisher Gesagten jetzt nicht weiter verwundern, dass wir Kultur im Alltag sehen, in der Auseinandersetzung mit der Umwelt, mit Werkzeugen und Artefakten als bedeutsamem Ausdruck kulturellen Wirkens und eben als dynamischen Prozess. Diese Ausstellung stellte also auch eine erste Synthese unseres Forschens bei Rocky dar. Liane Giemsch und mich verbinden zwei große Leidenschaften: die tiefe Menschheitsgeschichte und Ausstellungen, insbesondere solche, bei denen man im wahrsten Sinne des Wortes etwas begreifen kann. Dass wir hier miteinander diese beiden Punkte verknüpfen durften, ist ein großes Geschenk für uns. Ich hoffe, Sie erleben beim Besuch der Ausstellung Menschsein, die Anfänge unserer Kultur, ein klein wenig von der Faszination und dem Spaß, den wir bei Ihrem Werden haben durften. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Stadträtin Dr. Hartwig, sehr geehrte Frau Wolf, meine Damen und Herren, rund 2,5 Jahre von der ersten Idee bis zur Realisierung beschäftigt mich das Ausstellungsprojekt Menschsein. Herr Dr. David eröffnete mir kurz nach seinem Dienstantritt als leitender Direktor 2018 schon die Möglichkeit, eine Ausstellung zu meinem Forschungsschwerpunkt Archäologie Afrikas, eigentlich für 2022, dann aufgrund der Verschiebung und Absage anderer Ausstellungen um ein Jahr vorgezogen für 2021 planen zu können. Schnell fiel bei mir die Wahl darauf, die Anfänge unserer Kultur in Afrika in den Mittelpunkt der Sonderausstellung zu stellen und mir damit einen lang gehegten Traum zu erfüllen. Zwar hatte ich mich bereits bei meiner allerersten Ausstellung 2006, damals noch als Volontärin im Landesmuseum in Bonn, mit den Wurzeln der Menschheit beschäftigt, jedoch stand vor 15 Jahren die biologische Entwicklung im Fokus der Schau. Beim Menschsein, die Anfänge unserer Kultur, sollte nun die kulturelle Entwicklung im Zentrum stehen. Aufgrund meines Studiums in Tübingen und meiner langjährigen Verbindung mit dem Langzeitforschungsprojekt Rocky war mir schnell klar, dass ich gerne die Ausstellung gemeinsam mit Privatdozentin Dr. Miriam Heidle konzipieren und realisieren würde. Ist sie doch mit ihrem Habilitationsthema zur Kognition in der Urgeschichte die absolute Spezialistin auf diesem Gebiet. Zu meiner Freude schlug sie ein und war gerne bereit, das Projekt gemeinsam mit mir anzugehen. An dieser Stelle möchte ich mich bei Miriam Heidle ganz herzlich für die äußerst fruchtbare Zusammenarbeit bedanken, die mir zu jeder Zeit sehr viel Freude bereitet hat und bei uns perfekt Hand in Hand ging. Frau Heidles fundiertes urgeschichtliches Wissen, ihre Ideen, Begeisterung und Leidenschaft haben in besonderem Maße zum erfolgreichen Gelingen der Ausstellung beigetragen. Für eine weitere Runde stehe ich gerne bereit. Frau Heidle unterstützte mich auch als Gastdozentin bei meinen beiden Lehrveranstaltungen an der Goethe-Universität Frankfurt, bei denen ich gemeinsam mit Studierenden das inhaltliche und pädagogische Konzept der Ausstellung entwarf und im Rahmen eines Arbeitskreises mit den Studierenden weiterentwickelte. Gerne möchte ich mich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich für ihr Engagement im Arbeitskreis bedanken. Manche der Studierenden sind mir und dem Thema schon seit über 2 Jahren treu. Meine Damen und Herren, wir sind in der Ausstellung den Fragen nachgegangen, wo liegen die Ursprünge des Menschseins? Lässt sich das Menschsein mithilfe von biologischen, sozialen, ökologischen oder kulturellen Merkmalen bestimmen? Zeigt es sich körperlich im Denken, im Verhalten? Betrachtet man die lange Geschichte der Menschen, dann wird deutlich, wie viele verschiedenartige Entwicklungen im Laufe von Jahrmillionen dazu beigetragen haben, uns zu der vielfältigen Art zu machen, die heute die gesamte Erde bevölkert. Diese Fragen werden in verschiedenen Themenkomplexen wie biologische Entwicklung, Technologie, Sprache, Feuer, Ernährung, Lernen und der Ausbreitung aus Afrika modulartig vorgestellt.
Neben der Präsentation von Originalobjekten steht vor allem die Vermittlung der komplexen Zusammenhänge der frühen kulturellen Entwicklungen im Mittelpunkt der Ausstellung. Zahlreiche interaktive Stationen und die darüber hinaus ständig anwesenden SteinzeiterklärerInnen bilden dabei die Basis des Vermittlungskonzepts. An den interaktiven Stationen werden Sie nicht nur die Schädelform unserer unterschiedlichen Vorfahren mit den eigenen Händen begutachten können, sondern auch die Herstellung eines Faustkeils nachvollziehen und das energiereiche Mark mit Hilfe eines Steinwerkzeugs aus einem Knochen entnehmen können. Der Nachbau einer Feuerstelle lädt dazu ein, sich über die vielfältigen Vorteile der Nutzung von Feuer durch den Menschen Gedanken zu machen. Das seit rund 1,5 Millionen Jahren unseren Alltag prägt. Die Ausstellung beleuchtet den frühesten Abschnitt der kulturellen Entwicklungen des Menschen in Afrika, also den Zeitraum von ca. 3,3 Millionen bis etwa 1 Million Jahre vor heute. Aus dieser Zeit stammen die ältesten Steinwerkzeuge der Menschheit vom Turkana-See in Kenia. Diese mit über 3 Millionen Jahren ältesten Artefakte der Menschheit präsentieren wir in der Ausstellung als eigens in Kenia für uns hergestellte Kopien der Originale. An dieser Stelle herzlichen Dank an das kenianische Nationalmuseum in Nairobi, das für uns die Abgüsse angefertigt hat. Aus dem behandelten Zeitabschnitt stammen auch die ersten Fossilbelege unserer eigenen Gattung Homo. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem 2,5 Millionen Jahre alten Unterkiefer eines Homo rudolfensis aus Malawi einen der frühesten Nachweise unserer Gattung Homo in der Ausstellung im Original präsentieren können. Hier möchte ich mich bei Professor Friedemann Schrenk und Dr. Ottmar Kulmer vom Senckenberg Forschungsinstitut für die Vermittlung des Fundes aus dem Besitz des Cultural and Museum Center Karunga in Malawi herzlich bedanken. Herzlichen Dank natürlich auch für die eigenen Leihgaben des Senckenberg Forschungsinstitut, mit denen wir in der Ausstellung die Etablierung des Olduvan, der ersten Steingerätekultur in Afrika, ab etwa 2,6 Millionen Jahre vor heute zeigen. Wir freuen uns in der Ausstellung, die erste Phase der ab etwa 1,8 Millionen Jahre vor heute als Out of Africa bekannten Ausbreitung des Urmenschen mit den der Werner Reimers Stiftung gehörenden Original-Homininenfunden aus dem indonesischen Sangiran verdeutlichen zu können. An dieser Stelle sei auch dem Georgischen Nationalmuseum in Tiflis für die Herstellung von Abgüssen der ebenso alten Steinartefakte der berühmten Fundstelle Demanisi in Georgien gedankt. Ganz besonders freue ich mich mit den Steinwerkzeugen vom Fundplatz Makuyuni am Lake Manyara in Tansania, das kulturelle Phänomen des Ashilian, das sich von Afrika bis Europa und Asien ausbreitet, in der Ausstellung präsentieren zu können. Verbindet mich doch eine persönliche Beziehung zu den Funden, die ich bei mehreren Geländeaufenthalten in Tansania entdecken und im Rahmen meiner Dissertation bearbeiten durfte. Mein Dank gilt dem Rocky Research Center und dem Nationalmuseum von Tansania für die Leihgabe der Funde. Einen besonderen Dank möchte ich unserem Kooperationspartner, dem Rocky Research Center und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Michael Bolus, Angela Bruch, Christine Hertler, Andrew Kandel, Annika Küppers und Christian Sommer aussprechen. Ihr Input ermöglichte erst viele Inhalte der Ausstellung. Ganz besonders danke ich für die Erstellung der zahlreichen Fundkarten in Ausstellung, Katalog und der Medienstation. Bei dieser interaktiven Medienstation werden Sie gleich die Möglichkeit haben, sich näher über wichtige Fundstellen in Afrika, die einzelnen Homininenarten, die körperliche Entwicklung des Menschen, aber auch Datierungsmethoden oder den Fossilisationsprozess zu informieren. Ihr Wissen können Sie darüber hinaus bei einem Steinzeitquiz auf der Touch-Anwendung testen. Für die Umsetzung möchte ich mich bei Herrn Gapp und Herrn Syndikus von Blue Lemon herzlich bedanken. Mein Dank gebührt auch ganz besonders Dr. Roman Wittig, dem Direktor des Thai-Schimpansen-Projekts des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, für seine inhaltliche Unterstützung und die Bereitstellung von Originalwerkzeugen und Filmmaterial der Schimpansen aus dem Thai-Nationalpark der Elfenbeinküste, das uns verdeutlicht, dass auch Affen Kultur haben. Bedanken
möchten Frau Heidle und ich uns auch bei den Autorinnen und Autoren des Katalogs und dem Nynorich Asmus Verlag, die den Band zu einem gelungenen Werk zur Menschwerdung gemacht haben. Mein Dank gilt last but not least dem Direktor des Archäologischen Museums, Herrn Dr. David, für die große Unterstützung dieser Ausstellung von Anfang an. Zum Schluss bleibt mir jetzt noch das Wort zurück an Frau Dr. Hartwig zu geben, um die Ausstellung zu eröffnen. Nach diesem Reigen von schönen Grußworten und Danksagungen ist die Ausstellung jetzt eröffnet, meine Damen und Herren.